Leute, heute werden wir 24 Stunden unter der Erde sein, in einer riesigen Kiste. Stellt euch das mal vor! Komm schon, Leute! Okay, Leute, wir sind hier 24 Stunden unter der Erde, eingeschlossen in diesen hier vier Wänden. Und jetzt, Freunde, werden wir begraben! Leute, das ist großartig! Die 24-Stunden-Challenge beginnt! Komm schon! Leute, ich habe Angst, dass die Kiste kaputt geht! Nein, Leute, macht euch keine Sorgen. Soweit ich weiß, sollte diese Kiste so einen starken Druck aushalten. Aber das Schlimmste und Furchtbarste, Leute, ist, dass wir 2 Meter unter der Erde sind und ich fürchte, dass man uns vergessen wird. Aber zum Glück habe ich Walkie-Talkies mitgenommen. Wenn also etwas Schlechtes passiert, dann werde ich Rafael Rühm Bescheid sagen, Rafael Rühm wird um Hilfe rufen und wir werden gerettet. Later. Leute, ich habe hier eine Kiste mit der Aufschrift SOS. In dieser Kiste befinden sich zum Überleben notwendige Gegenstände. Dimon, was meinst du mit notwendig? Medizin oder so weiter? Stimmt, da ist Medizin darin. Leute, seid ihr etwa durchgeknallt? Schaut, was ich hier habe. Wow, was redest du da, Dimon? Was hast du mitgebracht? Also Leute, haltet hier diese Chips, Kekse, Croissants, Kakao und M&M's. Ich habe alles, Leute, hier drin. Oh, Dimon, du bist richtig cool. Du hast das Nötigste mitgenommen. Süßigkeiten, Chips und all die besten Sachen. Leute, warum riecht das hier denn so schlimm? Stinkt hier etwa einer von euch? Dimon, ich schwitze etwas. Ich schwitze auch, Dimon. Das ist aber ganz normal. Ja, das ist normal, Leute. Ich schwitze auch, weil hier drin ist das wirklich heiß. Also, warum benutzt ihr dann einfach kein Deo? Das wäre doch voll gut, Mann. Dimon, was redest du denn da? Welche Deos, Bruder? Wir sind so stickig, hä? Na ja, sicher. Also, die Jungs sind da unten im Untergrund und ich bin hier und ruhe mich aus, Leute. Und kontrolliere alles, Leute. Es sollte alles in Ordnung sein. Das Leben ist toll. Interessant, was machen sie da unten? Soon after. Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich habe Platzangst und ich fürchte mich. Ja, Leute, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich heiß hier drinne und wir können nicht raus. Wir sind eingesperrt und mit Erde bedeckt. Leute, Rafario ruft mich über Funk an. Ja, Rafario? Könnt ihr mich hören? Ja, ich höre dich, Rafario, ja. Wie geht's euch? Alles gut? Nein, Rafario, alles gut. Wir stehen unter Schock, Mann. Es ist sehr heiß hier. Odyssee ist klaustrophobisch. Ich weiß nicht, aber es ist sehr kompliziert. 1 Stunde und wir fühlen uns richtig schlecht. Und dir, Rafario, geht es dir gut? Ich amüsiere mich prächtig. Alles ist sehr gut. Wenn etwas schief geht, ruf mich sofort an. Natürlich, Herr Fario. Das Wichtigste ist die Sicherheit. Das ist wahr. Wir geben dir sofort Bescheid. Okay, großartig. Alles gut. Bis später. Ciao. Leute, zum Glück kontrolliert Rafario alles und so fühle ich mich wirklich sicher. Denn hier ist es wirklich gefährlich. Odyssee, hab Geduld. Alles wird gut. Okay, ich hoffe, alles wird gut. Ach, Dimon, gib mir etwas zu trinken, es ist so heiß, ich kann nicht mehr. Das bist du blöd. Ich sage dir, das ist die SOS-Kiste. Es geht hier um einen Notfall. Dimon, sei nicht so ein Nerd, sonst verlieren wir die Challenge gleich zu Beginn. Okay, Leute, okay. Ihr bleibt hier sitzen und ich bereite alles vor. So, Dimon, er gibt vor, wirklich schlau zu sein. Oh, Stas, rede nicht. Nimm hier einen Drink. Gib mir auch einen. Ja, Odyssey, für dich auch einen. Oh, danke. Oh, Leute, ich nehme auch eine Sprite, damit ich nicht neidisch werde und mich schlecht fühle, okay? Na dann, lasst uns trinken, zum Wohle. Prost, Leute! Prost, Leute! Lasst uns diese Challenge gewinnen, Leute! 2 hours later. Ich habe mich schon gelangweilt. Wie spät ist es? So, was machen Sie denn da? Schere, Stein, Papier! Ah, unentschieden. Schere, Stein, Papier! Ich werde euch jetzt einen Streich spielen, Leute, passt auf! Was ist das? Was passiert hier? Halt! Dimon, du hast einen Funk! Frag, was da los ist! Rafario, etwas knallt da über uns! Ich bin's! Rafario, bist du völlig durchgeknallt? Warum tust du das? Ich dachte schon, der Boden würde auf uns einstürzen! Das ist überhaupt nicht lustig, Rafario! Tu das nie wieder! Nie wieder! Mach dir keine Sorgen! Das Leben ist schöner! Rafario, das Leben ist dort oben, nicht hier unten, Mann! Und hier unten haben wir die Kirche! Ich werde mich jetzt hinsetzen! Ey Leute, ihr seht, was wir aushalten, um ein Video für euch zu machen. Das Einzige, worum wir euch bitten, ist, dass ihr unseren Kanal abonniert und sonst nicht. Abonniert, Leute, damit wir weiter so verrückte Videos machen können. Herzlichen Dank. 1 hour later.
Timon, was werden wir heute essen? Ah, nimm doch ein paar Chips, Simon, oder vielleicht ein Schokoriegel. Wow, seid ihr durchgeknallt, Leute? Was für Chips? Chips, das ist ein Snack, die essen wir später. Und jetzt habe ich etwas viel Besseres für uns zu essen. Was werden wir essen? Leute, wir werden Konserven essen, die ich für uns vorbereitet habe. Seht mal, wir haben hier diese Konserven. Wir haben die hier und die hier, Leute. Wir werden ein richtig gutes Essen haben. Oh, Dosenfutter ist eklig. Bist du okay, Simon? Ich bin einverstanden. Was für Dosenfutter? Bist du verrückt oder was? Leute, ich bin wirklich schlau. Hört also zu, was ich euch zu sagen habe. Esst diese Konserven und ihr werdet sehen, dass wir damit überleben können. Ja, Simon, du hast recht. Hier, du isst diese. Dankeschön. Stas, du isst diese hier. Vielen Dank. Und ich werde diese hier essen. Okay, Leute, also bereit. Also, ich habe diese Konserve hier geöffnet. Jetzt brauche ich nur noch eine Gabel. Simon, ich habe keine Gabel mit. Alles in Ordnung, Leute. Ich habe Gabel in meiner Tasche. Komm schon, gib sie uns schneller. Ich bin echt hungrig, Mann. Warte mal, ich hole sie gleich. Dass Odyssee etwas Nützliches mitbringen will, habe ich überhaupt nicht erwartet. Hier, Simon, hier ist sie. Vielen Dank. Und du, Stas, nimm eine. Danke. Und für mich auch. Sehr lecker. Voll lecker, Leute. Sehr lecker. Igi, das ist eklig, aber ich muss es aufessen. Naja, nicht besonders lecker. A few moments later. Simon, es war eine richtig schlechte Idee, Konserven zu essen. Diese Kiste stinkt nicht nur jetzt nach Schweiß, sondern jetzt auch noch nach Fisch, verdammt! Leute, daran habe ich nicht gedacht. Tut mir leid, Mann. Okay, das ist mir egal. Leute, glaubt mir, wenn ihr hier wärt, würdet ihr mich richtig verstehen. Leute, ich habe eine Idee. Stas, was machst du? Iggy, Deckelhaft! Haha, Leute, das war ein Scherz. Ich habe gerade gefurzt. Das wir essen. Verstehst du das nicht? Stimmt, hier stinkt sowieso. Hat euch mein Furz gestört? Oh, genau. Stas hat recht. Oh. Was machst du, Stinker? Warum machst du das, Mann? Warum nur? Das stinkt noch schlimmer als mein Furz, Freunde. More moments later. Die Monka! Was das? Was willst du? Ruf Raf Haru über Funk an und frage ihn, was er macht. Ja, interessant, was er dort macht. Ich rufe sofort Rafario an. Rafario, was machst du da? Leute, was mache ich eigentlich? Ich grille Würstchen. Was? Wir essen hier Dosenfutter und er da oben grillt richtige Würstchen? Ja, Rafario, das ist voll nicht fair, Mann. Was soll ich denn sonst tun? Ich habe keine Gesellschaft, ich habe niemanden hier. Grille also Würstchen. Was du sonst tun solltest, Rafario, du befindest dich... Ja! Und wir drei sitzen hier unten. Ja, das ist nicht fair. Du solltest hier unten bei uns sein. Oder alleine hier. Ich bin zu eurer Sicherheit hier. Wenn etwas passiert, würde ich euch retten. Jetzt bin ich hungrig und will essen. Tja, was soll ich dir sonst sagen, Rafario? Mach's gut, Mann. Ach so, komm schon. Tschüss. Simon, lass uns wenigstens ein paar Chips essen. Komm, lass uns essen, Leute. Kommt schon. Ich habe solche hier mit Barbecue-Geschmack. Und ich habe Chips mit Käse und Zwiebeln. Und ich habe gesalzene, Leute. Hey, Leute, und was sind eure Lieblingschips? Schreibt bitte unten in die Kommentare. Later. Ah, Leute! Was willst du? Was willst du noch? Leute, ich muss pinkeln. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Meine Blase wird gleich platzen. Was sagst du das? Das hast du vor zu pinkeln? Das hast du nicht alle Tassen im Schrank. Wie meinst du das, du musst pinkeln? Hab Geduld. Ich muss leider jetzt hier pinkeln. Also Leute, wen von euch soll ich anpissen? Was? Mit einer Wasserpistole? Was? Nein. Nimm lieber eine leere Flasche und pinkel da hinein, Mann. Ist doch klar. Ah ja, du hast recht. Ich habe eine gefunden. Dreht euch um. Schaut nicht. Oh, ist das? Das ist voll widerlich. Lass das mal. Das kann ich mir nicht anhören. Ich hab's geschafft, aber nicht viel, Leute. Oh, wie geht's da? Das ist eklig. Halt es fern. Was ist das? Warum bist du noch so ein Stinker? Bin ich ein Stinker? Ich bin ein Stinker. Odyssey Funk. Oh, ich geht niemals zurück. Bäh. Zurück. Scheiße, jetzt stinkt die Bude, verdammt! 3 hours later. Leute, ich habe hier so ein schönes, gemütliches Kissen. Ich gehe jetzt schlafen, denn es ist schon Nacht und ich bin echt müde. Und ich mache das Licht aus, Leute, so. Großartig. Oh, Jungs, geht schlafen, ich gehe etwas später ins Bett. Es ist wirklich heiß hier, ich kann es kaum ertragen. Moments later. Die Jungs sind endlich eingeschlafen und es ist an der Zeit, einen richtig coolen Streich zu spielen. Sie werden richtig, richtig Angst haben. Sehr, sehr große Angst, seht? Bist du wahnsinnig? Bist du dumm?
Wir haben geschlafen. Was machst du nur da? Hahaha! Wie ihr gekreischt habt, wie Mädchen! Du Trottel, geh schlafen. Na los, gute Nacht, Mann. Leg dich schlafen. Jetzt reicht's aber, Mann. Gute Nacht zusammen. Next morning. Ach, Leute, guten Morgen. Endlich ist es schon morgen und sehr bald sind wir von hier weg. Ja, ja, Leute, ich kann diese Challenge nicht mehr ertragen. Star, schau mal, wie toll das Sushi ist. Wie geht's? Es ist Schlendrafario. Wow, Leute, geht zur Seite. Ich kann es am besten zubereiten. Oh nein, niemand. Leute, ich habe eine verrückte Idee. Was für eine Idee, Odyssee? Wir machen eine interessante Challenge. Ihr kocht das, was ich zeichne. Ich bin dabei. Komm schon, lass es uns tun. Das Erste, was ich will, ist Sushi. Ich möchte, dass es lecker ist. Ja! Was machst du? Er ist sowas von durchgeknallt. Ja! Ich bin der Sushi-Master. Ja! 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 Okay, Leute. Also, lasst uns ganz normales, leckeres Sushi machen. Fangen wir mit dem Reis an. Ja! Das hier alles brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche das hier. Ich nehme jetzt Schlagsahne. Kaugummiauge. Und anstelle von Fisch füge ich Gummifische hinzu. Alles ist fertig. Und natürlich sollte man Schokolade nicht vergessen. Das ist ein Albtraum, Stars. Und jetzt kommt der Reis hier drauf. Ah, wie köstlich der Fisch riecht. Und jetzt kommt er hier drauf. Und hier nochmal. Und jetzt müssen wir das Sushi rollen, Leute. Und dann schneiden wir es. Zwei Stückchen. Drei Stückchen. Das brauche ich nicht. Ich mache es mit meinen Händen. Oh mein Gott, Rafario, das ist echt nicht professionell. Mach dir keine Sorgen, Timon, keine Sorge. Okay. Großartig. Wie geht? Wie ekelhaft. Jetzt ekelhaft. Ich lege den Fisch, okay, noch mehr. Ich muss es probieren, um sicher zu sein, dass es leckerer ist. Jetzt hole es zusammen. So. Er hat echten Dachschaden, Mann. Großartig, großartig. Und jetzt schneide ich. Jetzt lege ich alles auf den Teller. Mehr Sojasauce. Leute, so ist es. Perfekt. Gott. Und jetzt ist es die Zeit, das Sushi zu probieren. Aber diese Stücke brauche ich gar nicht. Ich werde zuerst dieses probieren. Das. Oh, Freunde, alles ist runtergefallen. Es ist unmöglich, es zu essen. Es ist unmöglich, süßes Sushi zu essen. Es ist ekelhaft. Das, du hast 100% verloren. Komm schon, Odyssee. Es ist doch köstlich. Sag die Wahrheit, Bruder. Jetzt von Rafario? Warum sind sie so groß und warum gibt es hier so viele Soße? Jetzt probiere ich sie. Das ist ekelhaft. Ekelhaft? Warum ekelhaft, Odyssee? Das kann nicht ekelhaft sein. Sie sind köstlich. Es ist Zeit, Simons Sushi zu probieren. Die sehen wirklich köstlich aus. Diese gewinnen auf jeden Fall. Simon gewinnt. Ja, Freunde, ich habe natürlich gewonnen. Und jetzt will ich Waffeln. Und dass sie sehr, sehr lecker sein sollen. Ja! Zuerst schlagen wir ein Ei auf. Ups, hat ein bisschen nicht geklappt, aber nicht schlimm. Nun etwas Salz hinzu. Noch mehr Salz. Ups, es ist wieder ein bisschen schief gegangen, aber nicht schlimm.
Los geht's! Was macht ihr nur? Macht euch keine Sorgen. Und jetzt mische ich das Ganze. Yves, das fügt noch ein Ei hinzu. Timon, du hast recht. Danke. Ja, so klappt das jetzt. Ich bin ein perfekter Koch. Ich nehme das Mehl. Nicht schlimm, mach mir weiter. Das klappt nicht richtig, Leute. Das ist alles falsch. Idiot. So. Leute, ich verwende die besten grünen Zucchinis, um leckere und gesunde Waffeln draus zu machen. Ich bin mit dem Teig fertig. Jetzt werde ich sie backen, Leute. Ich nehme den Teig und jetzt fülle ich das Waffeleisen. Ich fülle sie ganz auf, ja, damit sie groß werden. Oh. Aha, ich verstehe also. Also Leute, ich gebe 2 Eier in die geriebene Zucchini hinzu. Also zuerst schlagen wir 1 auf. Und dann Nummer 2. Sehr gut, das kommt rein. Fantastisch. Und jetzt noch mehr, Leute. Und jetzt einmal alles gut durchmixen. Und jetzt noch ein bisschen Kräuter, um es gesünder zu machen. Und jetzt einmal alles umrühren. Alles gut umrühren. Und jetzt gießen wir alles auf das Waffeleisen. Jetzt bekommen wir die leckersten und gesündesten Waffeln auf der ganzen Welt. Und jetzt schließen wir es, damit sie gebacken werden. Okay, ich leg auch etwas. Das ist eine schlechte Idee. Und zu machen, Raffario, mach dir keine Sorgen. Endlich zugemacht. Du bist völlig verrückt, Stas. Du bist definitiv verrückt. Leute, meine sind fertig. Lass uns das öffnen und anschauen. 1, 2, 3. Einfach perfekt, Leute. Was meint ihr? Ihr könnt nichts sagen, weil Raffare weiß, wie man Waffeln macht. Ich lege sie auf einen Teller. Cool, Leute. Und jetzt werde ich sicher etwas Sirup einschenken. Sehr lecker. Oh, klasse, Leute. So, Leute, jetzt kommt die Butter obendrauf. Was für eine Schönheit. Meine Waffeln sind nämlich auch fertig. Großartig. Oh, jetzt legen wir sie auf den Teller. Bestreuen sie mit Kräutern als Deko und für die Gesundheit natürlich gut. Einfach fantastisch. Gut gemacht, Timon. Was stinkt so sehr? Stas, lass mich mal sehen. Nein, Freunde, nein! Stas, du bist total blöd. Sie sind verbrannt. Es ist das Ende. Du hast die Challenge verloren. Ich habe eine Idee, wie ich das retten kann. Schaut mal. Wir schmieren Schlagsahne drauf, um das Verbrannte zu verdecken. Ich weiß, wenn wir es schön machen, dann kann ich die Challenge auch gewinnen. Und natürlich eine Erdbeere. Nun, Odyssee, wessen Waffeln schmecken dir am besten? Leute, es ist schon Zeit, meine Waffeln zu probieren. Und ich fange mit Simons Waffeln an. Was ist das? Wer macht Grünzeug und Blätter auf Waffeln? Igitt. Na und, was ist denn dein Problem, Mann? Ich soll es auf jeden Fall probieren. Igitt. Was ist das für Gras? Was ist das? Ekelhaft! Oh nein, ich dachte echt, es würde dir gefallen. Jetzt probiere ich die von Raffario. Sie sieht sehr appetitlich aus. Probiere ich. Süß und lecker. Ja, ich danke dir, Odyssee. Ich wusste, dass ich gewinnen würde. Und jetzt ist Stas dran. Was ist das? Das ist doch keine Waffel. Das ist etwas Seltsames. Sind das Waffeln, Stas? Das sind wirklich keine Waffeln. Ich denke, das sind doch irgendwelche Steine. Odyssee, probierst du erst. Dann kannst du reden. Das würde ich nicht einmal probieren. Der Gewinner ist
Vorsprung. Yeah, yeah, oh, 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 ich hab gewonnen. Also Leute, ich will einen Donut. Frischen und leckeren. Und wie macht man das überhaupt? Sehr einfach. Ich bin bereit zu gewinnen, Leute, los geht's. So. Lass uns jetzt ein bisschen spielen. Wir machen weiter, Leute. Okay, los geht's. Und los, Baby, los, auf geht's. Alles gut. Wir haben Kreise, einen großen Kreis und einen kleinen. Und wir machen, schauen Sie. Was macht ihr? Ich entferne den unnötigen Teig. Oh, toll, Leute. Erledigt. Ich werde es natürlich besser als Rafario machen. Und das kommt jetzt hier rein. Sehr gut. Und jetzt warten wir, bis ein bisschen die Zeit vergangen ist. Es riecht sehr gut. Ich habe eine Idee. Ich nehme etwas Brot. Und ich mache ein Loch da rein. Hoppala. Fertig. Und jetzt gieße ich noch etwas Sirup. Und natürlich auch Süßigkeiten. Einfach geil! Geben Sie mir und Sie, was ich mache. Viel klüger, Leute, seht euch das an. Ich nehme und... Fertig, Leute! Geschafft, Leute! Oh. Was guckst du so? Ich tue, was ich will. So! Lecker, Leute, sehr lecker. Nuno Dessé, sag uns, wer den leckersten Donuts von uns gemacht hat. Natürlich ich. Nein, ich. Leute, es ist Zeit. Es ist Zeit, die Donuts zu probieren. Ich beginne mit dem von Simon. Der schmeckt gut, aber ich habe etwas Besseres erwartet. Odyssee, ich bin ein echter Profi. Meine sind natürlich die leckersten. Also Leute, probiere ich mal den von Rafario. Außerdem sind sie wunderschön anzusehen. Hier sind die Sterne, die Herzen und die schönen Perlen. Ich möchte sie schon probieren. Das ist erstaunlich. 10 von 10, das sind 100%. Oh, Odyssee, ich danke dir sehr, ja. Toll, jetzt ist es Zeit für eine Kostprobe von Stas. Schaut mal, Leute, warum ist das so komisch? Und zählt das auch Donut? Ich weiß nicht, aber Stas Donuts sind wirklich komisch. Also gut, ich probiere sie jetzt. Es schmeckt okay, aber ehrlich gesagt, es ist kein Donut. Na gut, das Wichtigste, ich hab's versucht, Bro. Das bedeutet, dass Gewinner Rafario ist. Yeah, baby, wow. Ich hab gewonnen. Heute werden wir Verstecken spielen in unseren Lieblingsspielzeugladen Blabla Toys. Und ich werde euch suchen. Also versteckt euch alle. 1, 2, 3. Leute, schaut mal, wie viel Lego es hier gibt. Es gibt sogar das hier. Bugatti, Leute. Der kostet mehr als 2 Millionen. Ich brauche jetzt einen Platz, wo ich mich verstecken kann. Leute, das hier ist das Büro des Geschäftsführers und ich werde dort hineingehen, ohne dass man mich bemerkt. Es ist verboten, aber es gibt hier einen Schlüssel. Also, ich gehe einfach da rein. Stas, was machst du hier? Sotiris, wir spielen Verstecken. Deshalb still sein. Versteck dich. Ich gehe mich verstecken. Geh raus, schneller. Ja, los, geh raus. Ich versteck mich hier. Haha, ich habe Sotiris aufgeworfen und ich bin ganz alleine im Büro. Ich schließe jetzt die Tür. Ich weiß, dass es ein Scam ist, Leute, aber ich will diese Challenge gewinnen. Also setze ich mich erstmal hin. Ich fühle mich wie ein Chef. Fantastisch! Leute, hier gibt es alles nur für die Mädchen. Schaut mal, wie viele Barbies. Meine Lieblingspuppe ist diese. Aber bei dieser gefallen mir die Haare. Jetzt muss ich mich verstecken und ich habe schon eine Idee. Ich werde mich gleich hier drin verstecken. Ich werde
Schachtel mit Tier verstecken. Und ich glaube nicht, dass er mich jemals finden wird. Bist du dumm? Er wird sich hier sofort finden. Das glaube ich nicht. Ich soll... Such einen anderen Platz, du Narr. Warum hast du mich geschlagen? Hier hast du keine Chancen, dass er dich hier nicht bemerkt. So wird er dich sofort finden. Ja, Kostu, du hast recht. Er wird mich hier auf jeden Fall finden. Los, komm da raus und wechsel den Platz. Vorsicht. Oh, da ist noch mein Schuh geblieben. Jetzt geh schon am Rest. Ich gehe auch mich verstecken. Los. Geh weg. Gut, Leute, ich gehe schon. Wow, schaut mal, wie viele schöne Fahrräder es gibt. Ich mache eine kleine Fahrt, bevor ich mich verstecke. Oh, oh, es ist glitschig. Oh, glitschig. Oh. Oh, das hat wehgetan. Schluss, ich habe nicht viel Zeit, um Fahrrad zu fahren. Ich sollte mich lieber überlegen, wo ich mich verstecken kann. Wow, schaut, was für coole Autos. Oh, ich habe gefunden, wo ich mich verstecke. Bis später. Timon wird mich hier niemals finden. Aber es ist ein bisschen eng, aber das ist okay. Wow, was für eine coole Nerd gibt es hier in Blabla Toys. Oh Leute, ich habe eine unglaubliche Idee. Ich werde mich hinter diesem Sammelnerd verstecken. Ich denke, dass er hier mich nicht findet. Es wäre, wenn wir uns in unserem neuen Laden verstecken würden. Ich habe einen Platz gefunden. Oh. Oh. 98, 99, 100. Versteckt euch oder nicht, ich komme. Ich werde euch alle finden. Ich höre ihn kommen. Ich hoffe, er wird mich nicht finden. Riecht nach Mädchenparfüm. Ich sollte da mal nachsehen. Ich habe Glück gehabt. Leute, wir haben eine Schlacht. Die Hälfte von euch, die uns zuschaut, hat den Kanal noch nicht abonniert. Leute, es ist ganz einfach. Es gibt so eine Taste und da steht abonnieren. Klickt drauf und ihr werdet unsere Familie sein. So, ich verstecke mich irgendwo anders, denn ich glaube, hier ist es ein bisschen falsch. Alles klar, ich werde mich jetzt irgendwo verstecken. Leute, schaut euch mein Auto an. Lasst uns mal eine kleine Fahrt machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Pick up, pick up, pick up. Oh, ich habe mich gestoßen, Leute. Oh, ein bisschen angefahren. Ich denke, ich bin kein guter Fahrer. Ich denke, ich sollte sie besser zu Fuß suchen. Ein Ball? Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Leute, ich bin in der untersten Etage angekommen und ich werde hier jemanden finden. Hier ist bestimmt jemand. Oh, da liegt ja ein Fahrrad herum. Hier muss es ja wirklich jemand eilig gehabt haben, sich zu verstecken, wenn er einfach das Fahrrad zu Werk geworfen hat. Ich komme. Einer meiner Schnürsenkel ist hier offen. Oh Leute, ich kann es nicht glauben. Das bin nicht ich. Hey Dümmerchen, ich hab dich gefunden. Komm raus, ich muss nach der Nächsten suchen. Also Leute, machen wir weiter und gehen den Nächsten suchen. Okay, aber es war ein Unfall. Leute, da ich Kostja bereits gefunden habe, glaube ich, dass ich mich ein bisschen herumschauen kann. Schau mal, was ich für krasse Autos hier habe. Hier ist ein krasser weißer Porsche, Leute. Und ein weißer Mercedes. Welchen würdet ihr wählen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mercedes, glaube ich. Oder vielleicht ein Porsche. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ja, niemand wird mich hier finden. Was machst du hier für Tieres? Was mache ich? Ich verstecke mich hier. Das ist ein cooler Platz. Ich will mich hier verstecken. Raus von hier. Hau ab. Nein, geh du Hau weg. Ab. Geh weg. Geh weg. Schneller. Weg. Wo kann ich mich verstecken? Was? Oh, der Aufzug geht auf. Leute, ich muss los. Leute, ich bin jetzt in der obersten Etage und ich bin mir so 100% sicher, dass sich jemand versteckt. Ich werde sie alle finden. Oh, was ist das denn? Was soll das denn hier sein? Oh, mal schauen. So, Tiris, was machst du denn da? Spiele verstecken. Du versteckst dich? Du spielst auch mit uns mit? Ja, ich spiele auch mit. Dann hab ich dich gefunden. Ich hab dich. Oh nein, wie schade. Ich wollte mehr spielen. Leute, seid ruhig. Hier kommt Timon. Shh. Schaut mal, was ich hier mache. Was ist das gewesen? Wie ist das schwere Ding denn bitte auf meinen Kopf gefallen? Mädels, ich brauche eure Unterstützung. Abonniert, wenn ihr mich auch in anderen Jail-Show-Videos sehen wollt. Klickt jetzt auf die Taste, um zu abonnieren. Was ist das für ein Geruch? So als hätte jemand 20 Mal hier hingefurzt.
Ich glaube, dieser Geruch erinnert mich an jemanden. Nun, es ist definitiv nichts das. Es ist Anastis. Wenn Anastis furzt, dann stinkt es immer so. Anastis ist hier irgendwo. Nein, nein. Oh, hier stinkt es. Oh, hier ist es. Anastis, komm raus, ich hab dich gefunden. Oh, Simon, wie hast du mich gefunden? Wie ich dich gefunden habe, Alter? Du hast hier so hart hingeblickt, natürlich habe ich dich direkt gefunden. Oh. Ich glaube, er träumt. Wie oft habe ich schon furzen können? Nur zweimal. Jetzt gehe ich dorthin, wo die Bonn wirklich nicht will hingehen. Ich werde mich in den Spielzeug für Mädchen verstecken. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Los geht's, Leute. Leute, ich hole jetzt die ganzen Sachen da raus und ich verstecke mich da rein. Ich weiß noch nicht, ob ich da reinpasse. Damit ich dort reinpasse, muss ich alles rausholen. Aber ich werde viel leer machen und wird mich niemand finden. Also lege ich wieder alle zurück und verstecke mich woanders. Lass mir das. Ich gehe weiter. Ich brauche ein Versteck, ein Versteck. Bist du verrückt oder was? Du hast mich erschreckt. Wie er erschrocken war, Weichen. Ich habe einige Stimmen von dort gehört. Ich muss da mal schneller hingehen. Demon hat uns wahrscheinlich gehört. Wir müssen uns verstecken. Getanzt. Das, ich hab dich gefunden. Freunde, Chris hat gewonnen und ich habe verloren. Ja, Freunde, ich habe gewonnen, ja. Stas, nur was, du bist so ein Loser. Hier, ein Funky Pump für dich.